Ist schon mal so ein starkes Auto gefahren. Ja, mit der GT 63, ne? Ja. Deswegen bin ich mal gespannt. Aber gut, du gewöhnst dich auch an die Leistung. Willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir eine echt schicke Farbe, sehe ich gerade. Mercedes E63 W213. In einer, ich kann sie gar nicht beschreiben. Wie heißt das hier, Chris? Du bist doch eher in dem Thema. Was ist das für eine Farbe? Blau? Auf jeden Fall blau. Blau? Violett? Nee, blau. Blau? Ja, blau. Bekommt bei uns Stage 3, sprich Software und Downpipes. Bei Serie hat der Kollege 571 PS und 750 Newtonmeter, 4 Liter Biturbo. Ja, und dürfen wir jetzt mal bei YouTube mitnehmen. Wir zwei fahren bei bestem Wetter. Einmal 100, 200, dann Fabi, Messung und dann geht es erst noch auf die Hebebühne, weil wir werden morgen erst mit dem Umbau beginnen. Ist eh immer so heiß, ne, nach dem Fahren und das passt jetzt ganz gut rein. Das Auto haben wir jetzt für 3 Tage hier. Haben wir heute Morgen geholt beim Kunden. Kunde hat einen Leihwagen. Aus dem schönen Ruhrpott, das kann man ja schon mal sagen. Ne? Also, lass mal fahren, oder? Was soll ich dazu sagen? Sehr viel Mäusekino, sehr viel Elektronik. So ein W213 AMG, da ist schon, ja, da ist schon viel Technik hinter. Ne? Diese Motoren, muss man auch sagen. Ich denke mal, das Video kam ja schon von diesem, den habt ihr letzte Woche, haben wir den ja erst gemacht, ne? Dieser GT63 Viertürer. Mit Serie schon 639 PS, das ist schon Wahnsinn, was die nach oben streuen. Ne? Und diese ganze 4 Liter V-Turbo-Geschichte hier bei Mercedes, aber auch im VW-Konzern, das sind einfach Motoren mit so viel Potenzial. Ich bin mal gespannt, wo da noch die Reise hingeht, wenn die noch ein bisschen älter werden, die Autos, und die ersten Leute so richtig durchdrehen wollen. Und ja, schauen wir mal. Also in unserem Stage 3 steht immer eine 7 vor, das kann ich schon mal sagen. Willst du einen Tipp abgeben? Du bist ja relativ, obwohl du keine Ahnung hast, bist du ja richtig gut im Schätzen, ne? Ich hatte noch PS. 571. Angabe. 9,5. 9,5? Jungs und Mädels, was sagt ihr denn dazu? Wäre das nicht ein bisschen langsam? Obwohl. Ich bleibe dabei. Okay. So, wir stehen auf, was habe ich jetzt gesagt, Sport Plus, ne? Ja. Ja. So lange braucht er ja nicht. 9,5 hast du gesagt, ne? So. Boah! Boah! 9,5! Hast du gerade gesagt, boah, der drückt? Bist du schon mal so ein schnelles Auto gefahren eigentlich? Du bist ja erst jetzt seit 6 Wochen bei uns, oder? Ja. Seit 6 Wochen jetzt? Und du hast ja am Anfang gesagt, du bist noch nie über, als du neu bei uns angefangen hast. Was war das nochmal? Über 200 PS oder über 200 km/h? Oder beides? Nein, über 200 km/h, aber PS war mein eigenes Auto mit 160. Das war das Stärkste bis jetzt? Ja. Okay. Und was haben wir bis jetzt? Ja, du bist ja GT63 gefahren. Genau. Das war das Stärkste vorher. Das war jetzt das Stärkste. Aber das geht gut hier? Das geht richtig. Ja? Gut. Ja, also, Ansage 8,2. Hätte mich eigentlich auch gewundert. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Auf geht's zum Prüfstand. Go, 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 go
Ja, als Eingangsmessung bei unserem E63. Serienangabe sind ja 571 PS. Ich habe ja schon gesagt, im Video die Autos streuen da oben. Wir hatten schon 623,4 PS und 764 Newtonmeter. Dann, wir haben Downpipe eingebaut, und haben jetzt guten halben Tag an dem Auto gearbeitet. Fabi hat immer gelockt, gemacht, um einfach nochmal ein paar Sachen zu eruieren. Und wir haben, obwohl es nur es sind immer noch Serienturbolader, ne? Also wir haben keine Turbolader getauscht oder, nur Downpipe. 822,1 PS und 900 Newtonmeter. Und die Eingangsfahrt ist jetzt ungefähr fünf Tage her, ist schon ein bisschen länger her. Währenddessen das Auto hier war, habe ich mit dem Kunden nochmal gesprochen und der Kunde sagt, oh, weil bei diesen ganzen neuen Mercedes, ja, hast du folgende Thematik. Die VMAX und auch zwei Begrenzer, Drehmomentbegrenzer, stehen noch an einem Zusatzsteuergerät. Dieses Zusatzsteuergerät ist relativ aufwendig zu lesen und zu schreiben. Es können, glaube ich, nicht viele, wir können es, und nehmen dafür aber natürlich einen extra Obolus, weil das wirklich auch sehr, sehr, sehr viel Geld und Zeit gekostet hat. Da geht es nicht nur um die E63, sondern auch A45, A35. Alles, was ab Facelift Mopf 2018, 2019 ist mit CPC, hat dort auch die VMAX und den ein oder anderen Begrenzer stehen. Das ist auch aufpreispflichtig und das kostet halt auch nicht wenig, wenn wir das mitmachen. Und der Kunde wollte am Anfang das nicht haben und war mit 300 km/h VMAX zufrieden, weil wir können auf 300 km/h können wir ohne das Zusatzsteuergerät machen. Und dann hat er gesagt, ach komm, weißt du was, wenn ich jetzt schon so eine geile Leistung habe, möchte ich auch Feuer frei haben, sodass das Ding auch wie die alten Modelle 320, 330 fahren kann. So, haben wir nämlich noch mitgemacht. Und wir haben 822 PS, 901 Newtonmeter. Hätten wir das CPC nicht mitgemacht, hätten wir irgendwo um die 860, 870 Newtonmeter jetzt erreicht und vielleicht 10, 15 PS weniger. Wie gesagt, da stehen die Daten nicht nur in der Steuerung. Und ich denke mal, wir haben gerade nochmal geguckt, 8,2 Sekunden, 100 auf 200 war Serie. Ich glaube, das sollte was einiges jetzt ausgemacht haben. Dann sehen wir uns im Auto wieder. Diese neuen Mercedes haben immer sehr viele Fehler vom Prüfstand aus. Die gehen zwar jetzt in den nächsten 2 Kilometern weg. Toter Winkelassistent, bum bum bum. Sie spielen völlig verrückt, wenn du auf dem Prüfstand fährst. Klar, du fährst, wir sind ja jetzt gerade auf dem Prüfstand auch einmal zum Testen 340 gefahren, einfach nur, ne? Und dann denkt er auch, hä, ich stehe, der Raum ist so klein, da muss eigentlich Abstand sein. Also die Mercedes ist jetzt schon alles wieder weg. Aber die spielen verrückt, da hast du alle möglichen Fehler immer am Prüfstand. Ja, jetzt müsste unser Signal nur funktionieren, wa? Ah, da ist es ja. 8,2 sagst du, ja? 8,2. Bist du schon mal so ein starkes Auto gefahren? Ja, mit der GT63, ne? GT63S, ja. Der hatte da auch um die 800 danach, ne? Ja. Schon gut, ne? Ich darf noch nicht mal Gas geben, weil hier ist 100. Wir sind schon bei 80, wenn ich einmal drauf drücke. Deswegen bin ich mal gespannt. Aber gut, du gewöhnst dich auch an die Leistung. Ne? Und ich meine, die alten E63, die mit M157, 5,5 Liter, das war ein Traum. Immer 1100 Newtonmeter. Das war geil. Da hast du so viel glückliche Gesichter bei den Kunden gehabt. Die kamen mit 558 oder 544 oder 525 PS Stufe Serie und dann hatten die immer ihre nur Software 640, 660 PS und dann 1000 Newtonmeter. Die haben alle das Grinsen gehabt, nur Software auch. Ja, durch die Downpipes hier, durch die Sportcuts, das macht sich natürlich auch nochmal bemerkbar, gerade bei so vollgeproppten Euro 6 Autos. Wir fahren wieder auf Sport Plus, sind wir auch gefahren, ne? Ja. Und wir brauchen ja, glaube ich, gar nicht so viel Platz diesmal. Weil wir sind so schnell. So, auf geht's. Hört man auch gut, ne? Hörst du das? Nochmal? Der Kevin hätte einen Ständer bis nach Meppen. Das ist ein Feuerwerk, Scheiße. Ja. Und jetzt, 8,2 Sekunden, gilt es zu knacken. Ja. 5,5 Sekunden. Kann man so lassen, ne? Okay. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.